Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, dem Fluteus. Und wie ihr schon im Hintergrund seht, wir spielen wieder Subnautica. Ja, ihr seht jetzt auch, wir haben leichte Änderungen. Wir haben nämlich unten nicht mehr nur 5 Slots, sondern plötzlich 10 Slots insgesamt in der Inventarleiste. Ich habe direkt nach der letzten Folge, ohne dass ich vorher mit Larry gequatscht habe, selber schon geschaut, ob das funktioniert mit Mods installieren. Und es hat funktioniert. Eine davon sind jetzt zum Beispiel diese Slots da eben. Dann, ich stelle euch die jetzt erstmal alle vor, die ist das Ananas. Ich habe auch ein bisschen offline gefarmt, dazu komme ich gleich. Wir haben jetzt eine Map, wo wir jetzt die Gebiete, die es drauf sehen. Man kann natürlich auch umschalten. Und hier umher skippen. Hier, Erweiterungskonsole. Wir haben hier viel mehr Platz, um Erweiterungen hinzuzufügen. Und erstmal habe ich noch ein Storage-Ding, wo ich in einer Reichweite von 300 Metern auf alle Storages einfach so zugreifen kann, per einer Taste. Wir haben jetzt eine Motten Speedy Gonzales Mod. Wir sind jetzt ein bisschen schneller mit der unterwegs. Und wir fahren jetzt auch schon mal gleich Richtung Pilzbiom. So, hier sind wir. Ich habe schon angefangen, die Basis zu bauen. Das habe ich direkt an dem Tag hier gemacht, wo ich das letzte Video aufgenommen habe. So, die zeige ich euch jetzt auch erstmal. Ich meine, es ist nicht viel, es ist basically eigentlich nur das Dock. Und hier ein bisschen Batterieladestation, die Energieladestation, Energiezellen. Hier habe ich Spinde, wo ich ja auch schon ein bisschen was dran habe. Hä? Ja. Ne? Und dann kommen wir auch schon zu einer der nächsten Mods. Und da brauche ich einmal diese Titanbahn, weil ich habe jetzt hinzugefügt, dass ich sowas anpacken kann. Das heißt, dass ich mehr Platz habe, technisch gesehen. Und kann diese Titanbahn jetzt wieder in Titan umwandeln. Genau. Seht ihr, jetzt habe ich hier die 10 Titan und ich kann das halt auch technisch gesehen einfach wieder in Titanbahn machen und die auch wieder zurück umwandeln. Das ist noch eine Mod. Dann habe ich noch so andere kleine Quality of Life Sachen, dass man schneller scannt zum Beispiel. Ich in die Einstellung. Mods. Habe ich noch. Ja, das ist nur. Ja, Access Storage. Da kann ich halt zum Beispiel hier einfach zwischen den ganzen Storages hin und her. Und sehe auch halt, was in den Storages drin ist. Das sind auf jeden Fall die Mods. Und das ist meine kleine Basis schon mal. Wo wir jetzt auch schon einen Großteil haben, vor allem das Wichtigste mitunter einfach momentan, die Energiezellen-Ladestation. Ja. So, Larry meinte, dass ich bei der Alien-Dings, wo ich letzte Folge war, eigentlich schon so gut wie am Ende war. Und dass es da nur noch irgendwie weiter hoch geht oder so, und da ist dann noch so eine Kleinigkeit. Aber er meinte auch, dass ich diese Ionenwürfel scannen kann. Wie, kann ich nicht Sachen droppen? So, ihr habt gerade schon gesehen, dass der schneller geladen hat. Aber dann würde ich auch sagen, wir schauen jetzt gleich einfach nochmal direkt zu der Insel hin mit dem Alien-Stuff. Eigentlich hätte ich das auch mal mehr ordnen können hier, aber pst, muss ja keiner wissen. Ja, dann würde ich da jetzt einmal schnell hinfahren. Warte, wie voll ist denn meine Seemodder? Nicht wundern, der Idiot hat vergessen, dass das Tauchdock auch auflädt. Ach, die hat noch 100, lol. Ich glaube, die Seemotte ist zu schnell, um dass die Sachen hier laden, Alter. Was ist denn jetzt die richtige Insel, oder? Ja, wollte gerade sagen. Wo müssen das hier vorne zu? Ich brauche noch eine Tafel. Weltenvernichter? Weltenvernichter. Scans zeigen, dass dieses Gerät genug potenzielle Energie enthält, um einen gesamten Planeten und den Großteil des Planetensystems zu vernichten. Glücklicherweise hat es eine Fehlfunktion. Oh, stabil. Okay. Wait. Müssen wir gar nicht herstellen? Hat sich das doch easy geklärt? Ich dachte, ich müsste die jetzt erst noch herstellen. Aber scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Nice.
So, Servus. The control panel is broadcasting a message. Translation reads, warning, infected individuals may not disable the weapon. This planet is under quarantine. Self-scan complete. Bacterial infection in your system is progressing. Detecting skin irritation and immune system response. Further data required to identify bacterial strain. Okay, ja, ich kann das Ding nicht deaktivieren, weil ich infiziert bin. Hier gibt's noch eine Höhle. Ja. Okay. Hab jetzt auch nicht unendlich Luft leider. Aber vielleicht wäre das ja mal der Plan, die Sauerstoffflasche mit ultra hoher Kapazität zu machen. Vielleicht wäre das ja mal so ein Ding. Okay, wir merken uns. Untergrund, Wasserhöhle. Och, Diamant. Auf Insel. Gold, Lithium, Diamant. Aber mir ging es jetzt hauptsächlich erstmal. Wo ist sie? Um die hier. Aber dafür brauche ich halt die Modifikationsstation. Wo ist die? Modifizierungsstation meine ich. Titan brauche ich noch. Das habe ich. Und ein Computership. Was brauche ich für ein Computership? Kupfer, Draht, das kann ich auf jeden Fall herstellen. Und Tischkorallen. Weiß ich nicht, ob ich die zu Hause habe. Tischkorallen. Ups, das war ein bisschen zu tief. Achso, ich habe auch noch eine Mod drin, dass ich nicht die ganzen Komponenten erst craften muss, rein theoretisch, sondern dass sie gecraftet werden schon automatisch. Ich weiß nicht, ob das auch beim Bauen funktioniert, das werden wir jetzt sehen. Modifizierungsstation. Doch, funktioniert. Auch beim Bauen. Sehr gut. Und hier funktioniert es auch. Siehst du, ich muss die Batterie gar nicht herstellen. Ich habe das Zeug für die Batterie im Inventar und schon wurde es hergestellt. Jetzt haben wir auch die Thermalklinge. Sehr gut. Dafür brauche ich einmal die. Die wir hier. Wir hatten vorher 120. Der kann nicht lesen. 225 haben wir jetzt. Entspannt. So, wir haben. Erstmal haben wir auch noch das. Und wir haben jetzt hier erstmal noch ein Signal schon die ganze Zeit. This is Life Pod 7. Coordinates attached. Pod is structurally sound, but the fabricator's bust. Requesting assistance. Seven out. Signal coordinates corrupted. Approximate transmission origin recorded to data bank. Life Pod 7. Ursprünglich übertragen von der Sendung empfangen, aber die beiden Koordinaten sind umgebaut. Die letzten verfügbaren Bilddaten wurden speichert und analysiert. Besatzung meldet Probleme mit dem Fabrikator. In einem kargen Gebiet mit wenig ökologischer Aktivität auf 200 Meter gesunken. Ursprung der Übertragung für 1 Kilometer südwestlich vom Heck der Aurora. Ich speichere mal für den Fall, dass wir dabei jetzt draufgehen. Ja, ich höre Leviathan schon. Sehe ich ihn auch? Mama! Verpiss dich! Das ist nicht nett. Das ist nicht nett. Müsste mehr in die Richtung, wenn überhaupt. Nein, jetzt bin ich schon wieder Richtung Insel. Warte, ist das die Insel mit den Koordinaten? Nee. Doch. Ja, dann gehen wir da. Leute, dann gehen wir kurz dahin. Da, ne? Weil die wollen mir ja noch irgendwas sagen. Wenn da jetzt nichts Krasses mehr ist, dann ist auch nicht schlimm. Dann nehme ich noch kurz die Seeds mit, die Samen, die da waren. Ich fahre wie ein Rowdy. Wirklich, ich fahre wie ein Rowdy. Ja, wir holen die Samen. Ich glaube, die wollte mich da dann nur dahin locken, dass ich das PDA holen kann, was da lag. Waren die Seeds hier unten bei dem? Hier war auf jeden Fall etwas. Inventar voll?
Bro, warum seid ihr so groß? Ich glaube, von den Palmen da oben irgendwo hatte ich noch Samen. Ich glaube, von den Leuchtpalmen hatte ich eine mitgenommen. Dann können wir auch schon wieder weggehen hier. So, Innenbeetkasten. Könnte ich hier hin platzieren. Kann ich da jetzt die Sachen... Ist das wirklich ein Beet? Ah, so funktioniert das. So, wir haben schon wieder Notsignal. Werde ich jetzt gejagt? Ist jetzt nicht nett. Ist jetzt wirklich nicht nett. Wärmekraftwerk. Standort Höhlensystem mit beträchtlichem fossilem Vorkommen südwestlich der Vollstreckungsplattform. Funktion Untersuchung lebender Exemplare. Auftragssynthese eines Gegenmittels für das hochinfektiöse Bakterium mit der Bezeichnung Kara. Damit bin ich infiziert. Na gut, Freunde. Das war's hier erstmal mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da, würde mich freuen. Und dann würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao!